Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Wir haben wieder ein Essensvideo. Kam mit Abstand am besten an und viele haben gesagt, wir sollen mal den besten Burgerladen aus Los Angeles suchen. Und das soll da vorne sein. Easy Street. Laut den Bewertungen. Aber das, was man da sieht, ist nicht der Burgerladen. Nee, dahinter. Dahinter ist der. Laut den Bewertungen ist das der beste Laden. Wir haben auf YouTube und TikTok und so recherchiert. Das soll auf jeden Fall einer der besten hier sein. Ob es der beste ist, weiß ich nicht. Aber wir testen den jetzt. Lasst ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wird, glaube ich, ein kurzes, knackiges Video. Falls ihr mal in Los Angeles seid, zeige ich euch dann jetzt hier gleich, ob es eine Empfehlung wert ist oder nicht. Liebe. Das ist er. Easy Street Burgers. Easy Street Burgers, der Laden sieht auch voll aus. Bin ich ja mal gespannt, ob er es ist, meine lieben Freunde. Wir geben die Bewertung dann durch. Und wir haben hier einen guten Spot. Wir haben einmal Sydney Frieder. Wir haben Massi Musti. Zeig mir den Bauch zu. Kann. Wir haben Eldon. Ja, was geht ab, Leute? Lass ein Like und ein Abo da. Und wir Roach. Zeig. Und wir haben Melida. Hier kam gerade eine Durchsage. Durchsage meinte, dass die Wartezeit 35 Minuten ist für einen Burger. Allein, dass es so eine Durchsage gibt. Was ist denn das? Kümmel, Knoblauch. Paprika esse ich auch. Da vorne sind die Preise. Single 7 Euro, Double 10, Triple 13, gibt's 4er sogar. 16. Grilled Onions, Drinks, Fountain Soda, Water. Menu. Jalapeno Monster. Veggie. Jalapeno Monster. Ich nehme, glaube ich, Double. Double Cheeseburger mit Grilled Onions und Fountain Soda. Wir stellen jetzt mal. 35 bis 45 Minuten. Wartezeit. Ich möchte so einen ganz normalen, irgendwie so einen Single Burger. Single Burger und diese Wild Trails, ja? Oder willst du grillen? Ja. Und einmal Wild. Okay, Bestellung ist durch. Erstmal von uns, bin ich aber gespannt. Guckt euch mal an. Das ist der Penny Burger. Das ist der. Das ist der Sex auch. Also, scheinen hier richtig Wert drauf zu legen. Ich sehe da auch keine Salatbällchen drauf. Die haben da so ganz geile Smoothie. Smashburger und ein richtig geiles Candy unten mit. Ich glaube, da ist das Tisch mehr drauf. Das riecht nach gut. Ja, hier riecht nach Gras auch. Ich bin aber auch noch in Los Angeles. Ich finde, der Laden gibt mir so ein bisschen Rüyam, weil. Rüyam? Ja, so hoffentlich, dass es so voll ist. Es ist wirklich voll und draußen die Schlange, die warten alle bis nach draußen. Krass. Schon mal positiv, so ein Getränk kostet 2,75 und du kannst es immer wieder auffüllen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das ist schon mal erster. Auf jeden Fall ist jemand Weed raucht. Ja, hier raucht jemand Weed. Ganz klare Kiste. Du bist die ganze Zeit am Handy. Entweder schläfst du oder du bist am Handy oder man wartet auf dich. Richtig scheiße. Ja. Wie scheiße. Ich war scheiße, was ich mache. Sag ihm. Okay, nein, okay, Bruder, okay, ja. Sag Abel. Okay, Abel, okay. Ja, Bruder. Also, was hier gerade passiert, ne? So, ich erkläre euch das mal. Ich brauche eine Sache. Jetzt habe ich einen Uber-Fahrer bestellt. Der Uber-Fahrer. Der Typ konnte irgendwie nicht einen Uber-Fahrer holen, jetzt muss ich einen Uber-Fahrer holen. Jetzt muss ich aber mit Eldos Handy mit ihm schreiben, wann der Uber-Fahrer da ist. Der Uber-Fahrer weiß noch nicht, dass bei dem Uber-Fahrer eine Sache nur ins Uber gepackt wird und keiner reinkommt. Jetzt muss der Uber-Fahrer von dem Uber-Fahrer hierher kommen und der Uber-Fahrer, ich muss zum Uber-Fahrer gehen und die Sachen rausholen. Also es ist aber kein Gras, weil das hört sich irgendwie so nach Gras nein, an. Nein, es ist auch keine Droge. Oder ich hab selber nicht gecheckt. Ich auch nicht. Ich glaube, er hat selber nicht gecheckt. Was meint er? Guck, wir haben 312.
Achso, hier ist übrigens die Adresse, wenn ihr hier hin wollt. Easy Street Burger, Lenkischen, Boulevard, Unter Lenken. Ja, bitteschön, ich glaube, unser Essen ist da. Und dass wir das auch mal festgehalten haben, an die ganzen Superläden, also an die so Restaurants, Gastronomieläden, meine Fresse. Holt euch bitte so einen Automaten, wo man Dr. Pepper sich bestellen kann. Dr. Pepper habe ich hier für mich entdeckt. Ich weiß, gab es schon in Deutschland. Ja, ich weiß das. Man kann es auch in meisten Läden kaufen. Aber es gibt es nicht in Restaurants. Dr. Pepper ist so geil. Hat geklappt. Hat er abgegeben? Warte eben dafür, wo ich zu dir komme. Er ist Präsident. Okay, so double doubles, singles, jalapeno monsters, filthy fry, jalapeno monster, filthy fry. That's filthy fry? This is filthy fry. That's why. So it's this one. These are the single ones, right? And double. This is double? So these two are double. So, da haben wir das gute Stück. Ist gut? Echt, ja? Was? Ich habe so ein Double-Ding bestellt. Das Brot. Das sieht schon gut aus, muss ich sagen. Hier so verrückte Pommes. Richtig viel? Ja. Ich gehe mal in die Pommes rein. Pommes? Ich geh mal in die rein. Was ist das hier? Mit einem Fleischding? Ja, Mann. Boah, das Fleisch ist krass. Ist doch dasselbe, was auf dem Burger ist, oder? So, ich mache jetzt hier, was ich geil fand. Die haben einen diese Soße hier gegeben. Schauen wir noch ein bisschen Soße rein. Mal hier oben rauf. So, ich gehe rein. Alter, ist der weich. Das ist Trauma. Großes Baba. Boah, das wird auch nochmal geil hier. Ja, sieht gut aus. Und? Boah. Das ist ein Traumhaft. Alter, das zergeht im Mund. Das ist der Krabbenburger, ne? Alter. So gut? Gut mal. Ja, ich bin. Aber ein kurzes Fazit, das ist ja völlig krass. Richtig geil. Ich weiß gar nicht. Das ist richtig, das Brot ist richtig weich, das Fleisch ist geil, dünn. Soßen sind brutal. Gewürzt, ja, einfach geil. Die Pommes sind auch richtig lecker. Sagst du bis jetzt? Kurzes Fazit. Wenn man an den Krabbenburger von SpongeBob denkt, das ist der. Das ist krass, ne? Ich finde auch, da fehlt nicht der Salat. Man denkt ja vielleicht so, ja, wie Salat, der fehlt nicht. Meldung? Super, fast fertig. Oder dieses Brot und dieses Fleisch, es zergeht wirklich. Also, ich werde mich nachher nochmal melden, aber das könnte hier als jetzt schon safe Top 3 Burger, den ich hier gegessen habe. Aber ich melde mich nachher nochmal. Die haben auch nicht wirklich viel auf der Karte. Die haben so 3, 4, 5 Burger gehabt, glaube ich. So ein paar halt. Ich glaube nicht mal 3. Ja, also die wissen ganz genau. Die haben Cheeseburger, Jalapeno-Burger. Die machen nicht viel Faxen. Das ist echt krass. Was auch krass ist, der Laden ist die ganze Zeit rappelvoll, ne? Also wir sind seit einer Stunde hier, weil wir eine Stunde auf diesen Burger gefühlt gewartet haben. 45 Minuten haben wir auf den gewartet. Und der Laden ist rappelvoll. Immer noch. Also, und es ist 21 Uhr, ne? Also, schon gut. Es gibt gleich ein Fazit. Was ich aber sagen kann, ist, die Pommes sind lecker, sehr lecker. Aber ich finde die zu krass. Da ist nämlich Käse drauf und Soße noch. Da kannst du auch ohne bestellen. Halt. Ja, kann man auch ohne bestellen, das stimmt. Aber ja, Zwiebeln sind alles richtig deftig. Die Soße knallt auch richtig rein. Das sind mal zu den Sides. Mein Blut! So, ich hatte nur noch 1%. Wir machen das Outro von hier, beziehungsweise die Bewertung. Fritte, was sagst du zum Burger? Für mich bis jetzt ganz klar der Beste, den wir gegessen haben auf diesem Trip.
Ich war jetzt schon viermal in L.A., ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal einen besseren gegessen habe. Einer kommt noch ran, Burger She Wrote, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war der übertrieben gut. Ich gebe den eine 9, mein Jalapeno Monster. Eine 9 von 10? 9,5. Wie teuer war das? 7 Euro, glaube ich. Ein Burger, ich glaube 10 hat meiner gekostet. Ja, eine 9. Double hat 10 9,2 sogar. Okay. Richtig geil. Melina? Ich habe leider nicht so viel geschmeckt, weil ich erkältet bin. Aber was ich gegessen habe, war sehr lecker. Also die Konsistenz war super, die Pommes waren gut. Mhm. Ich würde, also weil ich nicht so viel geschmeckt habe, würde ich eine 8,5 geben. Okay. Roach? Burger war, also meine Wake-up Filthy Fries, die waren geisteskrank. Wake-up Filthy? Ja, die waren so, ich sag, das war so auch eine 9. Ich fand die sehr geil mit diesem Fleisch oben drauf und so. Und der Burger, der war auch eine 9. Bei mir, Burger gebe ich 9,5, war sehr, sehr geil, ein bisschen scharf. War das der beste Burger, den du je gegessen hast? Hier? Ja? Ja, hier schon. Den konnte man richtig genießen. Ich habe so ein bisschen so richtig langsam abgebissen und es hat viel Spaß gemacht. Ja, das ist so juicy. Mhm. Ja. Ey, Don? Ja, ich sag auch juicy. 9 von 10, der beste Burger, den wir hier gegessen haben. Okay. Eddie Jello gibt dem Ganzen. Um es kurz zu machen, auch eine 9. Eine 9 von 10, 9,2. Besser als In-N-Out? Besser als In-N-Out. Das ist auch besser als Shake Shack, ja. Ist der beste Burger, den ich hier gegessen habe. Top 3 auf jeden Fall bester Burger, den ich jemals gegessen habe. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, auf was man Bock hat. Manchmal hat man auch Bock auf so Salat und sowas bei einem Burger. Aber ich sage, das ist auf jeden Fall einer der, wenn nicht sogar der beste Burger. Das kommt dann auch immer, Top 3. Das kommt darauf an, worauf man Bock hat. Ob man Salat Bock hat, da gab es halt keinen Salat. Aber der war auch nicht nötig. Der war auch nicht nötig, ne. Also ich habe ihn nicht vermisst. War wirklich schon krass. Sehr, sehr krasser Burger. Also von mir gibt es eine 9,2. Absolute Empfehlung. Geht hier hin, falls ihr in L.A. seid. Und checkt ihn dann aus. Liebe. Also meine lieben Freunde, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt die anderen aus und folgt auch auf Instagram, wenn ihr es da noch nicht gemacht habt. Da sind wir nämlich am aktivsten. Apropos aktiv, das war der letzte Stream aus letztes Video aus Los Angeles. Wir waren jetzt 2 Wochen hier. Es kam jeden Tag ein Video. Ich glaube, wir haben 14 Videos oder so. Also bei mir 14, bei dir 14, bei Roald glaube ich 12 oder so. Bei Eldus und Musti kam auch ein bisschen was. Wir haben echt viel Content hier aufgenommen, war eine geile Zeit. Aber es geht wieder zurück. Wenn ihr das Video seht, bin ich glaube ich schon in Deutschland. Und dann geht es wieder los mit dem Stream. Wir werden wieder jeden Tag streamen und werden zusammen hoffentlich eine coole Zeit haben. Ich hoffe, euch hat der ganze Trip hier gefallen. Checkt die ganzen anderen Videos aus. Wenn ihr jetzt gerade das Video irgendwie das zweite oder dritte ist, guckt euch gerne mal die ganzen LA-Videos an. Die waren sehr, sehr geil. Für viele war das hier mit der coolste Content von uns. Also dieses Jahr war es für mich mit das coolste. YouTube-Content-mäßig auf jeden Fall. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Machen wir nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Jedes Jahr wollen wir einmal gemeinsam im Urlaub. Und ja, das war's. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns.